Schlaf gehört so elementar zu unserem Leben, dass wir ziemlich leicht vergessen, wie wichtig er ist für unsere Gesundheit, für unsere Zellfitness und damit auch für ein gesundes, langes Leben. Was passiert denn eigentlich, wenn wir schlafen? Und was passiert, wenn wir nicht gut schlafen? Können wir dann Alterskrankheiten einladen? Dazu habe ich einen hochkompetenten Experten. Er ist Professor für Schlafmedizin an der Universität in Zürich und er ist Mitbegründer eines sehr spannenden Forschungsprojektes für Schlafverbesserung. Sleep Loop heißt es und er heißt Professor Christian Baumann. Danke, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Einladung und grüezi, Frau Ruge. Wie schlafen Sie eigentlich? Meistens nicht so schlecht, besser als meine Frau, aber ich merke schon, dass ich im Alter etwas weniger gut schlafe als früher und seit die Kinder da sind, auch noch ein bisschen weniger gut. Okay, wir werden gleich noch darüber sprechen, wie man das messen kann. Warum schlafen wir eigentlich? Das Verrückte ist ja, dass zum Beispiel auch Quallen schlafen oder Fadenwürmer. Wir denken ja immer, ja, wir müssen uns und unseren Intellekt so ein bisschen erholen, aber ich bin mir bei Quallen und Fadenwürmern da nicht so ganz sicher. Also, welchen tieferen Sinn hat Schlaf? Ja, Sie haben völlig recht, von der Fruchtfliege bis zum Elefanten, alle schlafen. Und das zeigt, dass der Schlaf wirklich wichtig ist zum Leben, zum Überleben. Und wir haben heute schon viele Ideen über die Funktion des Schlafs. Ich bin mir sicher, dass wir noch nicht alle kennen, aber wir wissen, dass der Schlaf dazu dient, dass wir Energiespeicher wieder auffüllen können. Der Schlaf dient dazu, dass wir lernen können. Das ist ein ganz entscheidender Faktor des Schlafs. Der Schlaf räumt auch unser Gehirn auf. Man kann sich das gut vorstellen. Am Tag wird gearbeitet, auch im Gehirn. Da werden ganz viele unzählige Verbindungen geschaffen. Das gibt ein riesiges Durcheinander. Und im Schlaf werden dann diejenigen Verbindungen, die wichtig sind, werden gestärkt und die anderen werden wieder gekappt. Und eine weitere Funktion des Schlafs ist, dass auch Abbauprodukte, die anfallen während der Arbeit im Gehirn, die werden ausgeschafft sozusagen, die werden abgeführt. Also der Schlaf ist auch der Hausmeister des Gehirns. Ganz viele Themen, die wir gleich noch ein bisschen vertiefen werden. Vielleicht noch vorneweg, ich habe von einer deutschen Schlafgesellschaft gelesen, dass durch Schlafmangel mehr Unfälle im Straßenverkehr verursacht werden als durch Alkohol. Ist das wirklich so? Ja, es gibt einige Studien, die das tatsächlich unterstützen, wobei es natürlich immer eine gewisse Unsicherheit gibt bei diesen Daten, das ist klar. Aber es gibt einige Hinweise darauf, dass Sekundenschlaf durch Schlafmangel fast doppelt so viele Unfälle verursacht wie Alkohol. Und auch in der Arbeitswelt, da gibt es auch Studien, dass Leute, die unter 7 Stunden schlafen, ein signifikant höheres Risiko haben, an Arbeitsunfälle zu erleiden. Und es geht ja nicht nur um die Schlaflänge, sondern es geht auch um die Schlafqualität. Und da gibt es ja jetzt diese wunderbaren Wearables, also die Uhren, die man trägt, um alle möglichen Parameter im Körper zu messen. Und auch ich habe so einen Ring, auch Ringe tun das. Was halten Sie denn davon, wenn man das so trackt, wenn man sich jeden Morgen anschaut, wie viel Tiefschlaf hatte ich, wie viel REM-Schlaf hatte ich, wie viel Leichtschlafphasen? Ist das schon ein wirklich guter Hinweis auf meine Schlafqualität, kriege ich da ein gutes Bild von mir selbst? Ja, diese ganzen Wearables sind ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es wirklich so, dass sie einen gewissen Hinweis darüber geben, wie wir schlafen, wann wir schlafen, vor allem wann wir schlafen. Aber so ins Detail gehen können die dann doch nicht, weil um wirklich zu sagen, ob jemand im Tiefschlaf ist oder im REM-Schlaf, im Traumschlaf oder in anderen Schlafstadien, da genügen diese Wearables, die den Puls messen oder die Temperatur oder die Bewegung etc., die genügen dazu dann nicht genügend. Und da gibt es auch einige kleinere Studien, die das verglichen haben, also richtige Schlaflaboraufzeichnungen gegen solche Wearables. Und da sieht man, da gibt es schon, wenn es dann wirklich ums Detail geht, gibt es da schon Unschärfen. Und weswegen ich ein bisschen zurückhaltend bin, ist, weil es auch immer wieder Leute gibt, die sich dann sehr auf diese Wearables und auf die Ergebnisse fixieren. Und das ist beim Schlaf eben etwas Problematisches. Bei den Schrittzählern,
Da kann man sagen, ja gut, da macht man seine 10.000 Schritte. Ist auch nicht ganz klar, ob man die braucht. Aber beim Schlaf ist es so, dass wenn man sich zu sehr mit dem Schlaf befasst und am Abend schon ins Bett geht und sagt, also heute möchte ich jetzt unbedingt wieder gut schlafen, dann kann der Schuss hinten rausgehen. Beim Schlaf ist es so, dass wenn man sich zu sehr verkrampft, dass der Schlaf dann schlechter wird und dass die Wearables, wenn man sie zu ernst nimmt, den Schlaf sogar verschlechtern können. Also ich kann von mir selber sagen, ich verkrampfe nicht, aber ich bin schon erstaunt, dass die Tiefschlafphase bei mir, also heute Nacht beispielsweise, nur 10 Minuten, ja? Und manchmal habe ich nur 8 Minuten und manchmal habe ich 15. Während morgens bin ich schon immer mit meinem Mann im Wettbewerb, eher 30 Minuten, eine Stunde 10. So. Ein Hinweis geben die schon, weil es wird ja bei zumindest hier diesen Ringen, da wird ja alle 5 Minuten gemessen. Klar, keine Hirnwellen. Einen Hinweis geben die schon, das ist richtig. Allerdings, es ersetzt halt eben nicht die sogenannte Hirnstromkurve, weil wir brauchen, um den Tiefschlaf wirklich sauber feststellen zu können, müssen wir gucken, wie ist die Hirnaktivität, wie ist die Hirnstromkurve. Und da sieht man im Tiefschlaf diese großen, langsamen Wellen, die man messen kann. Und das kriegt man eben mit einem Armband oder mit einem Ring oder mit einem iPhone oder meiner App, das kriegt man so nicht hin. Und deswegen würde ich jetzt die 10 Minuten oder die 8 Minuten nicht überbewerten und mir deswegen keine Sorgen machen. Okay, also unsere Variables werden in ihrer Glaubwürdigkeit ganz schön in Frage gestellt. Aber wichtig ist natürlich erstmal für uns zu wissen, ist die Tiefschlafphase die wichtigste unseres Schlafes? Für all das, was Sie vorhin gesagt haben, was der Schlaf tut für uns, und das ist ja enorm wichtig für unser Überleben und fürs lange Leben? Das ist eine sehr gute Frage. Und wir müssen auch wirklich festhalten, dass die Forschung heute sich vorwiegend mit dem Tiefschlaf befasst. Wir haben so ein bisschen einen blinden Fleck, ein bisschen mindestens, was die anderen Schlafphasen angeht. Wir wissen allerdings, dass jede Schlafphase ihre Berechtigung und ihre Funktionen hat. Und es ist auch wichtig, dass diese Schlafphasen nacheinander zyklisch auftreten. Das ist zum Beispiel fürs Lernen ganz entscheidend. Aber Sie haben schon einen Punkt. Mit der zunehmenden Forschung im Bereich Tiefschlaf verstehen wir auch zunehmend, wie wichtig der Tiefschlaf ist, wie wichtig ein guter Tiefschlaf ist, eben zum Beispiel, um Abbauprodukte aus dem Gehirn wegzuschaffen und auch für andere Funktionen. Also da ist der Tiefschlaf tatsächlich sehr entscheidend. Schade, dass wir den offensichtlich als Laien nicht messen können oder nur ganz wenig zuverlässig messen können. Wie viel Tiefschlaf sollte man denn pro Nacht haben? Ich habe da Zahlen gefunden, bis zu 35% des gesamten Schlafens sollte im Tiefschlaf verbracht werden. Ist es tatsächlich so? Das ist ja viel. Ja, das ist relativ viel. Und auch wenn man mit Wearables den Tiefschlaf nicht ganz eindeutig messen kann, so hat man doch einen Hinweis darauf, wie erholsam der Schlaf war, wenn man am Morgen aufwacht. Also wenn man am Morgen aufwacht und sich erholt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man genügend Tiefschlaf gehabt hat, schon ziemlich groß. Also da würde ich mir dann nicht so viel Sorgen machen. Und man muss auch ganz klar sagen, dass es große Unterschiede gibt, was den Tiefschlafanteil angeht, zwischen verschiedenen Alterskategorien, aber auch zwischen verschiedenen Individuen, zwischen einzelnen Menschen. Da gibt es wie bei anderen Körpermerkmalen große Unterschiede und da muss man sich jetzt nicht per se Sorgen machen, wenn man eher mal am unteren Durchschnitt kratzt. Okay, aber so eine Stunde, anderthalb Stunden wären schon schick. Und je älter man wird, desto weniger Tiefschlafphasen hat man. Das ist richtig. Mit dem Alter nimmt das Schlafbedürfnis insgesamt ab, wobei es Studien gibt, die glaubwürdig zeigen, dass auch 60- bis 70-jährige Menschen immer noch um die 7,5 Stunden Schlaf brauchen im Durchschnitt. Also es ist schon nicht so, dass man dann im Alter nur noch mit ganz wenigen Stunden Schlaf auskommen sollte. Und der Schlaf selber verändert sich auch.
Da gibt es auch verschiedene Faktoren. Man muss zum Beispiel häufiger aufs Klo in der Nacht, das heißt, der Schlaf ist fragmentierter, er ist häufiger unterbrochen. Dann gibt es natürlich auch Veränderungen im Gehirn selber. Diese Nervenzellen, die den Schlaf steuern, die altern halt auch. Wir sprechen dann von einer gewissen Degeneration. Und wenn diese Zellen altern, führt das dazu, dass die Schlaftiefe zum Beispiel abnehmen kann und auch andere Charakteristika des Schlafs sich ein bisschen verändern können. Ja, es gibt ja viele ältere Menschen, die tatsächlich einfach nicht mehr gut schlafen können und schon gar nicht durchschlafen können und sich morgens auch nicht erholt fühlen. Liegt das daran, dass, nochmal zum Tiefschlaf zurück, vor allem im Tiefschlaf, vielleicht auch ein bisschen in den anderen REM, also Rapid Eye Movement, wo man so stark träumt und der Blutdruck hochgeht und so, und auch den Leichtschlafphasen, dass da viele der Funktionen nicht mehr so gut ausgeführt werden können, wie sie eigentlich unser Körper brauchte. Also nehmen wir jetzt einfach mal Sie haben es ja vorhin genannt, diese Reinigung unseres Gehirns. Ja, es ist ja offensichtlich so, dass unsere Nervenzellen im Gehirn, und vor allem auch die Gliazellen, dass die schrumpfen bis zu 60% und dann viel Raum frei ist für die Glymphe, also das ist eben die Reinigungsflüssigkeit sozusagen. Und damit auch die Partikel ausgeschwemmt werden können, die mal Demenz verursachen könnten. Also, lange Frage, kurzer Sinn, kann ein schlechter Tiefschlaf Demenz triggern? Das ist eine ganz wichtige Frage und das ist eine Frage, die uns gerade in Zürich sehr stark umtreibt. Und wenn man die Literatur, die in den letzten 12 Jahren sich hier angehäuft hat, wirklich genau studiert, dann kann man diese Frage schon mit Ja beantworten. Also es gibt viele Studien, die zeigen nur schon aufgrund Beobachtungen in Tausenden von Menschen, dass wenn ältere Personen, die gesund sind, einen häufiger unterbrochenen Schlaf haben, aus welchen Gründen auch immer, das kann man messen, auch mit Wearables, dass diese Menschen dann ein höheres Risiko haben, an einer Alzheimer-Erkrankung zu erkranken. Also das Risiko wächst tatsächlich. Und es gibt sowohl aus der präklinischen Forschung in Tieren als auch in human experimentellen Studien am Menschen gibt es schon Hinweise darauf, dass die Schlaftiefe hier einen ganz wesentlichen Bestandteil daran hat, dass eben diese falsch gefalteten Eiweiße, die Sie erwähnt haben, die zu Alzheimer und Parkinson führen, dass die weniger abgeführt werden, wenn man weniger tief schläft. Also das ist eine Forschungsrichtung, die momentan sehr aktiv betrieben wird und die auch tatsächlich immer mehr zeigt, dass der Tiefschlaf hier wirklich eine wichtige Rolle spielt. Ich habe eine neue Studie gefunden, die zeigte, dass während des Tiefschlafs auch die DNA-Reparatur, also die vielen, vielen Schäden, die ja in jeder Zelle in unserem Körper, also nicht nur im Gehirn, jeden Tag vorkommen, die perfekt mit unseren Reparaturenzymen wieder ausgemerzt werden, dass die DNA-Reparatur ganz stark während der Tiefschlafphasen durch dieses Enzym PARP1 getriggert wird. Und das würde bedeuten, wenn wir nicht gut schlafen, weniger DNA-Reparatur und auch eventuell mehr Krebs. Ja, das haben Sie sehr gut recherchiert. Da gibt es immer mehr Studien, die in Bezug auf genetische Aspekte, DNA-Reparatur, aber auch immunologische Aspekte zeigen, dass hier wirklich der Tiefschlaf auch hier eine sehr große Rolle spielt. Und das ist ja auch etwas, was wir schon seit längerem wissen und das wissen auch viele Leute intuitiv. Ein schlechter Schlaf ist nicht zuträglich dem Immunsystem. Man hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dann krank zu werden oder schwerer zu erkranken. Und es gibt auch verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass es eine gewisse Assoziation gibt zwischen Schlaf, Schlafverhalten und gewissen Krebserkrankungen. Wobei da nicht nur der Tiefschlaf wahrscheinlich eine Rolle spielt, sondern auch die Regelmäßigkeit des Schlafs. Wenn wir von der Schlafqualität sprechen, dürfen wir nicht nur von Tiefschlaf und von der Länge des Schlafs sprechen, sondern wir müssen auch immer von der Regelmäßigkeit des Schlafs sprechen. Und so hat sich zum Beispiel gezeigt, dass Schichtdienst für gewisse Krebsarten ein Risiko darstellen kann.
Wollen wir kurz Schlafqualität richtig schön wissenschaftlich definieren? Sehr gerne. Für die Schlafqualität können wir verschiedene Dimensionen betrachten. Die subjektive ist die, wie man den Schlaf selber empfindet, und die ist auch wichtig. Also wenn man am Morgen aufwacht und gefragt wird, na, wie hast du geschlafen, dann gibt man Auskunft zur empfundenen Schlafqualität. Die muss nicht immer übereinstimmen mit der objektiv gemessenen Schlafqualität. Das ist die, die wir messen, wenn wir eben zum Beispiel im Schlaflabor eine Untersuchung machen. Da haben wir Hinweise auf die Hirnaktivität. Wir sehen dort aber auch die Herzaktivität, die Atmungsaktivität. Wir sehen dort ganz viel. Und wenn jemand zum Beispiel eben fragmentiert schläft, das heißt immer wieder aufwacht, oder wenn jemand Mühe hat einzuschlafen oder nach dem Aufwachen wieder einzuschlafen in der Nacht, dann sprechen wir von Hinweisen auf eine objektiv schlechtere Schlafqualität. Und die kann tatsächlich, wie wir heute doch ziemlich genau wissen, zu Krankheiten führen, wie Alzheimer-Demenz, wie eventuell sogar Krebs. Und dazu kommt noch mehr, oder? Denn beispielsweise, Sie haben es vorhin erwähnt, Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke, produzieren im Tiefschlaf, aber vielleicht auch in anderen Schlafphasen besonders viel unserer Kleinstbatterien ATP. Dann fühlt man sich nicht erholt am nächsten Morgen, wenn man nicht genügend von denen produziert hat. Und wenn man, das ist ein ganz anderes Thema, diese Schlafapnöen hat, also wenn man nicht richtig atmet regelmäßig, dann kann das Herz-Kreislauf belasten. Vielleicht können Sie uns mal zusammenfassen, welche Krankheiten durch schlechte Schlafqualität auch gerade mit zunehmendem Alter befördert werden können. Sehr gerne. Ich würde es auch tatsächlich so formulieren, wie Sie es jetzt gesagt haben, dass Sie durch die schlechte Schlafqualität allenfalls begünstigt werden. Ich würde es jetzt in den meisten Fällen nicht als ursächlich bezeichnen, aber es ist ein weiterer Risikofaktor dahingehend, dass eine Erkrankung auftritt oder eben auch schwerer auftritt. Und da gibt es mittlerweile auch viele Studien, die zeigen, dass der schlechte Schlaf oder zu wenig Schlaf, zum Beispiel für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein Risiko darstellt. Auch Übergewicht, dann auch metabolische Erkrankungen wie die Zuckerkrankheit, Diabetes. Da gibt es auch relativ viele Studien, die zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt. Dann haben wir schon erwähnt, das immunologische System wird gestärkt durch den Schlaf. Mit anderen Worten, wenn man zu wenig schläft, ist das immunologische System eher geschwächt und man kann an Infektionskrankheiten, an immunologischen Krankheiten eher erkranken oder die können sich stärker ausprägen. Und neben den Krebserkrankungen, die wir auch erwähnt haben, ist eine sehr große und wichtige Gruppe diejenigen der neurodegenerativen Erkrankungen, das heißt Parkinson, was wir in Zürich sehr stark beforschen, und Alzheimer. Diese Erkrankungen sind sicher auch in einem gewissen Zusammenhang zu sehen, das Risiko für diese Erkrankungen mit schlechterem Schlaf. Und was die Schlafapnoe angeht, das ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie erwähnt haben. Da sind wir wirklich ganz sicher, weil die Studien hier wirklich wasserdicht sind, dass eine mittelgradige bis schwere Schlafapnoe, also diese Atemstörungen in der Nacht mit Atempausen, Atemnot und am Morgen trockenem Mund, sehr häufig in der Bevölkerung. Das ist auch assoziiert mit Übergewicht häufig, dass die Schlafapnoe ein signifikant höheres Risiko bringt für Schlaganfall und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das klingt jetzt nicht sehr ermutigend für zunehmendes Alter. Aber wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Sie haben ein wirklich sehr, sehr interessantes Projekt für Schlafverbesserung. Bevor ich das mit Ihnen gerne vorstellen möchte, weil das ist bestimmt für ganz viele wahnsinnig interessant, hätte ich gerne noch ganz kurz erklärt bekommen von Ihnen. Sie haben die Neurone, also die Zellen im Gehirn erwähnt, an denen es auch liegt, dass wir im Alter immer schlechter schlafen, weil diese Neuronen nicht erneuert werden, die altern und dann kommt unser zirkadianer Rhythmus, unser Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander. Wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen, sodass wir kapieren, okay, da passiert was, da können wir wahrscheinlich wenig Einfluss drauf nehmen. Ja,
Es ist gut, dass Sie das nochmals erwähnen. Also wir sprechen ja von der Schlafqualität und auch gerade im Alter, was können wir tun, dass wir möglichst gut schlafen? Und das Alter ist einfach so, wir werden älter und diese Zellen, die sterben halt auch ein bisschen ab. Das ist so. Und damit wird, wie Sie es angedeutet haben, zum Beispiel eben dieser zirkadiane Rhythmus, dieser 24-Stunden-Rhythmus, der uns immer am Abend zuverlässig ins Bett bringt und am Morgen wieder aus dem Bett herausholt. Der wird auch schwächer, das kann man auch messen mit Melatoninkonzentrationen im Blut oder im Speichel. Also das ist ganz klar. Umso wichtiger ist, dass man auch wirklich begreift, dass man den Schlaf halt trotzdem günstig beeinflussen kann. Zum einen mit sogenannten schlafhygienischen Maßnahmen, was die Lebenshaltung betrifft. Das heißt, eine gesunde Ernährung, nicht zu schwer essen am Abend, möglichst wenig Alkohol bis kein Alkohol am Abend ist dem guten Schlaf zuträglich. Bewegung tagsüber, nicht zu spät kurz vorm Bett gehen, aber regelmäßig sich bewegen, möglichst wenig Stress, das ist manchmal ein frommer Wunsch, da bin ich mir schon bewusst. Aber all diese gesunden Lebenshaltungsprinzipien, die nützen auch dem Schlaf. Und dann ist es natürlich für den Schlaf selber wichtig, dass man die Umgebung so schafft, dass man gut schläft, das Bett soll bequem sein, das Zimmer soll dunkel sein, es soll ruhig sein. Und Stressfaktoren und Blaulicht zum Beispiel, was am Abend eher wieder ein bisschen aufwecken kann, verbannt man besser. Oder auch die Smartphones und Gadgets, die dann einen in der Nacht mit TikTok oder Instagram wecken, besser weglegen, ausschalten. Das ist alles ganz entscheidend. Und ein weiterer Wunsch bzw. ein weiterer Tipp ist, dass man den Schlaf als einen guten Freund begreift, dass man wirklich ins Bett geht und sich freut auf den Schlaf und den Schlaf genießt. Auch das hilft, gut zu schlafen. Und vielleicht noch hinzugefügt zum Thema Laptop, Smartphone etc. Die sind ja mit ihrem LED-Licht auf Blau programmiert. Das kann man umschalten auf Gelb, Nachtmodus. Und das sollte man, wenn man denn schon irgendwann noch eine E-Mail checken will, das sollte man wirklich tun und sich diesem Blaulicht nicht aussetzen, weil das ja unsere Melatoninproduktion blockiert. Richtig, das Blaulicht ist am Abend nicht so günstig. Das haben auch Chronobiologieforscher in Basel und Professor Kaiochen sehr früh bemerkt und sind auch vorstellig geworden bei diesen Anbietern. Wenn immer möglich, wie gesagt, wenn noch irgendwas konsumiert wird aus diesen Wearables und Gadgets, dann gerne mit weniger Blaulichtanteil, wenn das möglich ist. Und jetzt kommen wir zu Sleep Loop, Ihr Schlafverbesserungsprojekt. Das erscheint mir, soweit ich das vorbereitend mir anschauen konnte, sehr vielversprechend. Können Sie uns beschreiben, wie Sie vorhaben, vor allem den Tiefschlaf zu verlängern und zu verbessern? Ja, wir sind ausgegangen davon, dass wir wirklich ganz viele Indizien haben, dass der Tiefschlaf möglichst tief sein sollte. Aber die Medikamente, die heute auf dem Markt sind, Schlafmittel, Benzodiazepine, die sind überhaupt nicht geeignet, den Schlaf zu vertiefen. Im Gegenteil, da wird der Tiefschlaf eher gestört. Also wir haben einen anderen Ansatz gebraucht. Und es gab eine Gruppe aus Deutschland in Tübingen, die hat gezeigt, dass wenn man den Schlaf misst, mit einer Elektrode zum Beispiel über der Stirn und dann diese Wellen darstellt, die man messen kann im Schlaf und dann den Schlaf, Tiefschlaf richtig erkennt. Und wenn eine Welle oben zu oberst an der Spitze ist, in der gleichen Millisekunde einen ganz leisen Ton abgibt, der nicht aufweckt, dass man den Schlaf dann vertiefen kann. Das Also war eine eine Schallwelle. Beobachtung, die gemacht wurde. Eine kleine Schallwelle, gemischte Frequenzen, wir nennen das Pink Noise. Man kann gar nicht sagen, was das für ein Ton ist. Das ist ein ganz leiser Ton, den hört man, wenn man wach ist, aber in der Nacht ist er so leise, dass man nicht aufwacht. Und diese Schallwelle, wenn die am jeweils genau richtigen Punkt kommt, während den Schlafwellen, führt dazu, dass diese Schlafwellen höher werden. Sie synchronisieren, sie werden ein bisschen einheitlicher. Und sie werden höher. Und wenn diese Schlafwellen höher werden, also wenn die Amplitude zunimmt, dann ist das ein ganz klarer Hinweis darauf, dass der Schlaf erholsamer wird und tiefer wird vor allem. Und diesen Effekt machen wir uns nun zunutze und wir haben in einem ziemlich großen Projekt mit der ETH und der Uni Zürich
ein Stirnband entwickelt, das man in der Nacht trägt. Das hat einen kleinen integrierten Computer, der genau das macht. Der Computer erkennt den Tiefschlaf und dann gibt es einen Algorithmus, der das in realer Zeit berechnet. Dann wird der Ton ausgesandt. Und was wir gesehen haben, und da sind wir ziemlich glücklich drüber, dass unser Gerät tatsächlich geeignet ist, sowohl bei Jungen als auch bei Älteren und sowohl bei Gesunden als auch bei Kranken. Wir haben das jetzt bei Parkinson-Patienten vor allem ausprobiert, Menschen dazu geeignet ist, den Tiefschlaf zu vertiefen. Haben Sie es selber probiert? Ich habe es selber auch probiert, genau, und ich bin natürlich nicht ganz frei von Vorurteilen, aber ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass der Erholwert dafür, dass ich so wenig geschlafen habe in jener Nacht, recht ausgeprägt war. Und bisher ist es wahrscheinlich so, dass dieses Stirnband, dann muss ja eben noch dieser kleine Lautsprecher für die Schallwellen dabei sein und so, dass das wahrscheinlich nicht so ganz bequem ist. Schläft man denn gut mit dem Ding? Es ist momentan immer noch ein Forschungsprototyp. Das heißt, es ist wirklich noch auf die gesamten Funktionalitäten ausgerichtet und entsprechend auch nicht optimal bequem. Und was wir jetzt sicher machen müssen, auch weil wir in Langzeitstudien gehen möchten, um eben zu schauen, wie weit wir Erkrankungen vorbeugen können, müssen wir das Gerät jetzt, nachdem wir bewiesen haben, dass es auch bei älteren, kranken Menschen funktioniert, müssen wir es tatsächlich nochmals ein bisschen redesignen, damit es möglichst bequem und möglichst einfach in der Handhabung ist. Jetzt fragen sich natürlich alle, die zuhören, wann kann ich das haben? Ja, werden Sie eine Ausgründung machen und diese Tiefschlafverbesserer verkaufen, produzieren und verkaufen? Also wir haben tatsächlich schon ein Spin-off gegründet aus der ETH und aus der Universität heraus. Das haben wir gemacht, damit wir wirklich weiterkommen können, weil mit reinen Forschungsgeldern ist das gar nicht möglich. Und das ist auch ein Wunsch der Universitäten, dass Innovationen tatsächlich so aufgestellt sind, dass sie irgendwann auch wirklich mal benutzt werden können. Und wir sind jetzt effektiv gerade jetzt in diesen Monaten daran, eine neue Finanzierungsrunde einzuleiten, so dass wir wirklich eben dieses Redesign machen können und danach die Studien finanzieren können, damit wir das Gerät wirklich benutzen können, um den Schlaf zu vertiefen und uns schlussendlich ein bisschen gesünder zu machen. Ja, das wird also noch ein paar Jahre dauern, bis man die so einfach kaufen kann. Schade. Was schätzen Sie? Damit muss man rechnen. Das ist so, außer man kann oder will oder möchte an einer Studie teilnehmen. Ja, bin ich dabei, angemeldet. Sagen Sie, Sehr gut. Melatonin, das ist ja für viele die Idee, es gibt Tees mit Melatonin, es gibt Tabletten etc. Und jetzt habe ich gerade eine neue Studie gefunden. Die kommt also zu einem ziemlich ernüchternden Schluss. Da steht unten drunter, sparen Sie sich das Geld dafür. Wenn ich 30 Minuten, eine Stunde vorm ins Bett gehen einen Melatonin-Tee trinke oder eine Tablette nehme, bringt gar nichts. Bringt wahrscheinlich jetzt nicht wahnsinnig viel. Also Melatonin hat schon eine Daseinsberechtigung. Zum einen ist es ja sowieso eine Substanz, die in unserem Gehirn vorhanden ist und die tatsächlich unseren 24-Stunden-Rhythmus steuert. Allerdings in zunehmendem Alter, das haben wir ja schon erwähnt, etwas weniger stark. Und wenn man in zunehmendem Alter eine sogenannte Insomnie hat, das heißt, man hat Ein- und oder Durchschlafprobleme, dann kann man tatsächlich Melatoninpräparate versuchen. Da gibt es auch welche, die auf dem Markt sind, die sind auch in großen Studien getestet. Es ist aber schon so, das ist dann nicht der riesige Effekt, aber es gibt Effekte. Und es ist halt kein Benzodiazepin, man hat keine oder sicher weniger Abhängigkeiten. Und weniger Toleranzentwicklung als bei anderen Schlafmitteln. Und das Melatonin kann grundsätzlich auch andere Effekte haben, und das verwenden wir schlafmedizinisch auch, um den 24-Stunden-Rhythmus manchmal etwas zurechtzuruckeln. Es gibt auch Menschen, die haben einen krankhaften 24-Stunden-Rhythmus. Der ist zu früh oder zu spät oder viel zu lang. Und dann kann es sein, dass man einerseits am Morgen mit einer Tageslichttherapie und am Abend mit Melatonin in einer kurzwirksamen Form versuchen kann, diesen eigenen 24-Stunden-Rhythmus so ein bisschen zu eichen und zu verbessern. Und da gibt es noch eine Anwendung, die habe ich auch schon für mich selber gemacht, wenn man transkontinental fliegt
nach Japan fliegt und dann da einen Vortrag halten muss, dann ist das ziemlich schwierig manchmal wegen dem Jetlag. Da kann das Melatonin, wenn man es richtig einsetzt, schon auch ein bisschen helfen. Ich nehme immer Benzodiazepame, also richtig die Hammer-Schlafmittel, wenn ich im Flugzeug bin. Und das finde ich wirklich irre. Ich nehme die Tablette und danach bin ich für 4 Stunden oder für 6 Stunden sowas von weg. Aber der Schlaf ist nicht so gut, sagen Sie. Und zweitens, diese Schlafmittel machen abhängig und haben Nebenwirkungen. Also die sollte man möglichst vermeiden. Man sollte sie nicht grundsätzlich vermeiden, aber man sollte es vermeiden, sie über längere Zeit einzunehmen. Also diese Benzodiazepine, wenn man die mal im Flugzeug nimmt, habe ich auch schon gemacht, ich habe dann aber nicht so gut geschlafen. Die Benzodiazepine, die kann man nehmen für einen kurzzeitigen Einsatz. Das heißt, eine Woche, allerhöchstens 2 Wochen, aber sicher nicht länger. Es gibt eine neue Generation von Schlafmitteln, Daridorexant heißt der Wirkstoff. Sind die besser? Ja, es gibt momentan sehr viele verschiedene Substanzen, die ausgetestet werden. Dieser Orexin-Antagonist ist eine Möglichkeit. Es ist natürlich ein riesiger Markt, weil sehr viele Menschen unter Schlafproblemen leiden. Und deswegen sind die vielen Pharmafirmen auch sehr interessiert, hier wirklich gute Medikamente zu liefern. Und die neueren Generationen, und das gehört hier dazu, sind tatsächlich geeigneter, den Schlaf zu verbessern mit weniger Gewöhnungs- und Abhängigkeitspotenzial. Aber auch bei diesen muss man zunächst einmal noch die Langzeitstudien abwarten. Die gibt es nämlich fast noch überhaupt gar nicht. Also auch da bei diesen Medikamenten würde ich sagen, gut, dass wir die haben. Wir brauchen neue Ansätze. Aber um die Sicherheit in der Langzeitanwendung abzuschätzen, brauchen wir sicher noch mehr Erfahrungen und noch mehr Studien. Gut, dann versuchen wir es doch mit dem Powernap. Wenn ich also nachts nicht gut schlafen kann, dann mache ich nachmittags, wenn ich sowieso ein zirkadianes, also von meinem Tag-Nacht-Rhythmus gesteuertes Tief habe, dann mache ich doch mal so 20, 30 Minuten ein kleines Nickerchen. Kann das ein bisschen Schlafmangel oder schlechte Schlafqualität ersetzen? Der Powernap ist tatsächlich eine interessante Frage. Die Frage geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Ist es überhaupt gut, dass wir nur in der Nacht schlafen? Oder sollten wir, wie das andere Kulturen oder andere Zeiten gemacht haben, sollten wir vielleicht tagsüber ein bisschen schlafen und in der Nacht mal ein bisschen wach sein? Das ist der sogenannte polyphasische Schlaf. Und so ganz sicher können wir bis heute nicht beantworten, welche Art des Schlafs jetzt wirklich besser ist. Aber unsere sozialen Umstände sind, wie sie sind. Das heißt, wir schlafen in der Nacht und arbeiten am Tag. Es kann aber sinnvoll sein, tatsächlich manchmal einen Powernap zu machen. Fluggesellschaften empfehlen das beispielsweise zum Teil auch. Ihren Wichtig ist einfach, dass Angestellten. der Powernap ihren Angestellten, genau, nein, den Passagieren haben sie es bis jetzt, glaube ich, nicht Piloten und empfohlen. den Flugbegleitern. Ja, genau. Der Powernap sollte einfach richtig ausgeführt sein. Ein Powernap sollte kurz sein, 10, 20, allerhöchstens 30 Minuten. Sie machen das schon sehr gut, weil nur dann ist wirklich die Erholsamkeit da und man kommt nicht erst in den Tiefschlaf rein und hat dann nachher wieder Mühe, in den Trott zu kommen. Der Powernap sollte auch nicht zu nah am Nachtschlaf sein, weil sonst die Gefahr besteht, dass man schon Schlafdruck abbaut und dann abends nicht mehr einschlafen kann. Das kennt man vielleicht von wegen Fernsehschlaf. Wenn man von dem Fernseher schon mal kurz einschläft, eine halbe Stunde, und dann wieder ins Bett geht, dann kann es sein, dass es einem nachher wirklich schwerfällt, wieder einzuschlafen. Das ist dann natürlich auch nicht günstig. Also Powernap sollte nicht dazu da sein, dass man dann in der Nacht einfach viel länger aufbleiben muss. Aber wenn man tagsüber mal das Bedürfnis hat und mal 10, 20 Minuten schlafen möchte, spricht da nichts dagegen. So, und jetzt hätte ich Ihren Lieblingstipp für einen guten Schlaf, auch wenn man nicht gewohnt ist, wirklich immer super perfekt zu schlafen. Kann das auch eine Atemübung sein? Weil wir wissen ja, wenn man sehr lange ausatmet, wird unser Parasympathikus aktiviert. Also das ist sozusagen unser autonomes Entspannungssystem in uns. Wäre das was? Eine schöne Atemübung am Abend, kurz vorm Einschlafen? Es gibt tatsächlich Ansätze,
die Atemübungen empfehlen. Da bin ich mir, ich habe es selber nie probiert, muss ich sagen. Aber es gibt auch kleinere Studien, die hier einen Effekt zeigen. Die sind jetzt zwar nicht von der Qualität her so, dass man jetzt wirklich eine generelle Empfehlung machen könnte, aber es gibt Hinweise darauf und es gibt auch andere Ansätze. Es gibt Forscher, die machen zum Beispiel Hypnose, um den Schlaf zu verbessern. Es gibt wirklich ganz viele nicht-medikamentöse Ansätze. Mein Lieblingstipp ist schwierig zu sagen, weil das halt wirklich sehr individuell ist. Also die Begebenheit ist für jeden einzelnen Menschen wieder anders und die Voraussetzungen sind anders. Aber was für alle gilt, ist, man muss den Schlaf, wie ich das eingangs auch schon erwähnt habe, als etwas verstehen, was uns freundschaftlich gegenübersteht und man sollte sich nicht zu sehr versteifen und am Abend ins Bett gehen und denken, ich muss jetzt unbedingt wieder gut und tief schlafen, weil dann funktioniert es garantiert nicht. Man soll eine gewisse ein entspanntes Verhältnis zum Schlaf haben und ihn genießen können. Und das würde ich meinen, das kann man für jeden Einzelnen von uns, unabhängig von den individuellen Voraussetzungen, so festhalten. Ich habe da so einen Spruch, so ein kleines Ritual. Dietrich Bonhoeffer hat das gesagt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und das sage ich mir und das schlafe ich sofort ein. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Herr Professor Baumann. Wir haben jetzt einen ganz großen Rundumschlag durch alles, was unseren Schlaf und die Bedeutung des Schlafes für unsere lebenslange Gesundheit gemacht und ganz viel mitgenommen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ich bedanke mich auch und einen schönen Tag und schlafen Sie gut. Alles wird gut, aber nicht von alleine.